Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Diesmal Part 19. Ja, ich habe länger nichts mehr gemacht, aber das passt schon. Ich habe zwei verschiedene Spielstände. Ich habe einmal Level 29 und einmal Level 22. Ich glaube, der erste war das, wo wir... Oh, Heilung. Ja. Hier habe ich, was in der Zwischenzeit, was bisher geschah, ist, ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe ein bisschen Kohle einkassiert. Entschuldigt, das muss ich wohl ein bisschen nach rechts machen. Dass da nicht so viel vorweggenommen wird. Super. Gut. Das gefällt mir schon eher. Ja. 388 Filar Ausrüstung. Ich habe mich natürlich auch dementsprechend ausgerüstet, so gut es ging. Also ich habe wirklich gefahren wie Sau. Und zwar Gegenstände hier, normale Seele. Habe ich so einige gefarmt. Schwache Seelen habe ich gefarmt. Normaler Seelenstein, großer Seelenstein, kleiner Seelenstein. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das... Ich habe die schwache Seele... Ich habe einfach gefarmt wie bekloppt. Einfach um ein bisschen vorbereitet zu sein und einfach um ein bisschen gelevelt zu haben, dass wir die Story hier weitermachen können, sofern wir sie finden. Wir haben die besten Rüstungen. Zeig mal, was kann ich denn verkaufen? Nichts. Okay, kein Problem. Estaria-Rüstung, Odonos-Rüstung haben wir. Die Odonos-Zeichen, aber Klingenschild, oh, Ritterhelm. Da muss ich mir ganz viel aufschreiben, was wir eigentlich alles an Kohle brauchen. Lasst mich das mal ganz kurz machen. Wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Vampire's Dawn Heft? Ist egal, ich mache das einfach standardgemäß auf dem Zettel. Wir brauchen 3x 8500. Dann brauchen wir 3x 7800 und 2x 8400 Filar. Okay, das passt schon mal ganz gut. Dann will ich mal gucken, ob es neue Waffen gibt. Ich glaube, die Waffen gibt es immer im 5er-Level-Bereich. Und ich glaube, maximal Level ist 50. Ich habe einfach ein bisschen vorgelevelt, dass ich im Let's Play einfach mal ein bisschen, wie heißt's, ein bisschen vorankommen kann. Boah, ich brauche 10.000, 9.100 und 10,2. Dann noch 10.000, 9.100 und 10.200. Obwohl Reißkrallen, giftiges Schwert, Schicksalsklinge, ja. Na komm, passt schon. Also wir brauchen eine Menge Kohle. Ich habe jetzt aktuell nichts, was ich euch vorzeigen kann an Dingsbums. Jetzt will ich erstmal ins Menü gucken. Ich habe das Speicherproblem gelöst, deswegen habe ich das jetzt weiter, deswegen habe ich das weitergemacht. Ich kann nämlich mit normalen Seelen kann ich speichern. Ja. Dafür brauche ich aber 30 normale Seelen. Deswegen bin ich immer dabei, hier normale Seelen bei mir zu haben. Da will ich auch gleich nochmal welche abfarmen. Aber eigentlich wollte ich im Menü gucken, was ich so an Aufgaben habe. So, bring den Brief von Marlene zu ihrem Onkel in Ista und hole dann von ihr deine Belohnung ab. Finde einen Aufenthaltsort zu Abraxas, finde heraus, wer es ist, erkunde Tradern und den Friedhof. Suche ein altes Armband in der Dübeshöhle. Okay, suche in Iranis. Marlene in Ista. Jetzt will ich mal gucken, wo die Karte ist. Iranis ist da oben, soweit bin ich noch nicht. Gut, dann werde ich mich mal aufmachen. Den Friedhof von Tradern zu untersuchen. Da haben wir ja gehört, dass dort irgendwas Schreckliches passiert sein soll.
Hier findet man auch ordentlich was, aber da so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch relativ am Anfang eigentlich. Und ja. Wollen wir mal gucken, mit was wir hier... Ne, hier lang will ich nicht. Hier möchte ich auch noch nicht hin. Ich weiß so in etwa, wo es lang geht in diesem Spiel. Deswegen hält sich das in Grenzen und ich farme ganz gerne. Wir müssen auch noch ein paar Minen erobern. So, jetzt möchte ich aber gerne nochmal den Status angucken. Ich spiele mit einem SNES-Controller. Tradan, was haben wir hier? Status. Geheimnisse 63 von 450. Aktuelle Heilungsrate, Skelettbeschwörung und so weiter und so fort. Das ist alles kein Problem. Fledermaus. Askas-Mine, Uruya, Tranak-Mine. Wir haben noch kaum Kohle und kaum gesammelte Sachen. Tradan wird also von Zombies bewohnt. Komm, machen wir einfach mal einen normalen Angriff. Elaine! Walner! Kritischer Treffer, Zombie stirbt, super. Ah, wir kriegen auch normale Erfahrung, das ist ganz gut. Normale Seelen. Hier ist aber ganz schön was Böses passiert. Ich weiß ja zumindest, wer es gewesen ist, aber... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn wir mal gucken, ob hier noch was zu... eine Blutflasche haben wir gefunden. Nee, bis jetzt ist noch nichts gefunden. Oh je, armer Kerl. Brutal aufgeschlitzt. Doppelseitiger Säbel. Das ist zwar ganz nett, aber ich glaube, da sind wir schon längst drüber. Das mit dem Steuerkreuz ist nicht so optimal, aber lieber habe ich ein festes Steuerkreuz als ein Dingsbums. Ich glaube, wenn die Zombies tot sind, sind sie auch tot, bis wir den... Weiblicher Zombie, hallo! Ich will nichts machen. Ich glaube, wir sollten erst nochmal... Ich sollte erst nochmal farmen und das neue... wie heißt es, und das neue, die neuen Waffen ausrüsten. Obwohl es geht eigentlich, finde ich. Gibt es hier noch Zombies? Ich möchte die auf keinen Fall raus. Juckpulver können wir verkaufen, weil ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch keine sinnvolle Verwendung für das Juckpulver gefunden. Hier gibt es meistens auch nicht viel zu finden. Goldhelm. Der müsste eigentlich einiges wert sein, aber naja, das ist ja jetzt nur die Bezeichnung. Also von daher hält sich das mit dem Wert etwas in Grenzen. Gibt's hier noch was? Oh je. Brutal aufgeschlitzt. Gut, hier können wir nichts mehr machen. Hier gibt's auch nichts mehr zu finden, soweit ich weiß. Ist ja auch egal, ich bin ja jetzt nicht dafür... Also mein Ziel ist jetzt nicht, alle Geheimnisse zu finden. Das könnt ihr beim besten Willen, könnt ihr das gerne vergessen. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 120 Erfahrung. Ich habe versucht, es mit einem Stimmverzerrer zu machen, wenn ich allein oder so spreche, aber besser nicht. Oh je, es ist zwar ein schönes Haus, aber nicht so. Die Hauptschlagader wurde durchtrennt. Welch Verschwendung guten Blutes. Naja, aus Sicht eines Vampires würde ich sagen, ja. Noch ein Toter. Oh je, ich glaube, hier hat keiner überlebt. Gerade wenn ich so sehe, dass diese Wiedergänge oder Zombies, wie man sie nennt, hier draußen... War ich schon hier drin? Nee, hier... Oh, da ist jemand. Da sieht doch etwas verdächtig aus in dem Fass in dem mittleren Raum.
Jetzt möchte ich hier aber nochmal speichern. Dafür nehme ich Seelen. Normale Seelen, ja, die normalen Seelen nehme ich. Ist aber teuer, 30 normale Seelen für eine Speicherung. Da ist jemand drin. Hallo da drin, komm raus. Nein, ich habe Angst. Angst? Brauchst du keine haben. Ach ja, wieso? Weil wir dich retten wollen. Ihr wollt mich retten, ihr lügt. Ihr wollt mich nicht retten, ihr wollt mich essen. Essen? Ganz und gar nicht. Hier, ah, haut ab. Das war wohl nix. Deswegen laden. Weil da drin ist jemand und den können wir mit Überzeugungskunst rausreden. Du brauchst keine Angst haben. Ich glaube, euch kein Wort verschwindet. Ach, scheiße. Okay, wir wollen die... Wir wollen retten. Und hier sind keine Monster. Komm mal... Okay. Ihr wollt mich retten, ihr lügt. Ihr wollt mich nicht retten, ihr wollt mich essen. Ach so, ja. Wir sind wirklich keine Monster. Wieso sollte ich euch das glauben? Ihr seid ja vielleicht schlaue Zombies. Sind wir nicht ehrlich? Ehrlich? Ehrlich. Versprochen? Versprochen. Ehrenwort? Ja, auch Ehrenwort. Dann gebt mir eure Hand. Au, verflucht. Man hat mich gebissen. Also Reißle. Warum ist deine Hand so kalt? Und draußen ist es auch kalt. Hm. Na schön, ich komme raus, mach Platz. Oh, ein kleines Mädchen, verängstigtes Mädchen, hallo. Na gut, da bin ich. Gut gemacht, Walder. Ein knackiger Snack könnte jetzt wirklich nicht schaden. Nichts da. Wie heißt du denn, Kleine? Yuffie. Oh, Yuffie, hallo, Yuffie. Yuffie? Schöner Name. Vielleicht. Was ist hier passiert? Eine böse Frau kam und machte Mama und Papa zu Zombies. Und auch die anderen Stadtbewohner wurden zu Zombies. Eine böse Frau hat das alles getan? Wie sah sie denn aus? Sie hatte blutrote Augen und blonde, lange Haare und ein rosa Kleid. Klingt nach Aisha. Aisha? Meinst du wirklich? Ich kann das nicht glauben. Walner, siehst doch ein. Aisha hat sich verändert. Sie ist böse. Ich hab Angst. Komm, wir nehmen dich mit in Sicherheit. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben keine Zeit, um uns um dieses Girl zu kümmern. Aber ich hab große Angst. Es hat keinen Zweck, Walner. Lass sie hier. Vergiss es, Walner. Es geht einfach nicht. Sie würde uns nur behindern. Wir sind auf der Jagd nach einem Monster. Da brauchen wir sie nicht. Monster? Ihr wollt zu einem Monster? Ob das so schlau war? Nicht wirklich schlau, aber... der Asker. Ich tue, was ich kann. Da liegt die Kleine jetzt. Ach, Walner, wir hätten sie auch nicht mitnehmen können. Wir hätten es wenigstens probieren sollen. Was ist das in ihrer Hand? Ein blauer Stein. Den wollte ich nämlich haben. Klingt jetzt hart, aber die wäre sowieso entweder nicht rausgekommen oder gestorben. Ich weiß auch warum. Zombie erscheint. Wenn wir hier nämlich fertig sind, gibt es hier gar nichts mehr. Walner hat Level 30 erreicht. Super duper. Das ist coolio. Wie viele normale Seelen habe ich denn jetzt? Ich würde nämlich doch ganz gerne mal speichern. Ich nehme einfach mal so einen Speicherstein. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Nach dem Let's Play werde ich nochmal ein paar normale Seelen, also nach diesem Part werde ich nochmal ein paar normale Seelen farmen. Skelett erscheint. Okay, einfach mal drauf kloppen ist immer die beste Variante bei Skeletten.
Also nicht aus jedem Grab kommen Skelette raus, aber hier kann man ein paar triggern. Warte mal, Fähigkeit. Ich kann doch noch was beschwören. Golem aus Stein, nun bist du mein. Golem beschworen. Das ist gut. Habe ich noch irgendwas? Eine Blutfiliole, eine Blutflasche. Gut, Fähigkeit. Elaine, mach mal eine Blutheilung. Super. Dann kommt mal her, Skelett. Der Golem greift automatisch an, macht gut Damage, so wie wir ungefähr. Und das gefällt mir ganz gut. Oh, diese dreckigen Säcke, ich wusste es. Deswegen habe ich den Golem beschworen. Aber es sind ja nur zwei, ich dachte, es wären mehr. Immer ganz gut, ein paar Seelensteine dabei zu haben. Also Monster farmen, diese Seelensteine umwandeln und auch dementsprechend drei kleine Seelensteine ergeben einen normalen Seelenstein und drei normale Seelensteine ergeben einen großen Seelenstein. Und so habe ich mir einfach so ein paar Sachen erfarmt. Und habe mir einfach mal einiges an Seelensteinen gegeben, so dass ich immer ein bisschen die Möglichkeit habe, in irgendeiner Weise mir Diener zu beschwören. Ist für schwere Kämpfe ganz ratsam. Die bleiben auch ein paar Sekunden. Die Musik ist sehr schön. Ich muss jetzt hier diesen Friedhof erkunden. Oh, das Skelett weicht aus. Nicht schlecht für so ein Klappergestell. Schade, dass man keine Zeitanzeige sieht, wo man, wie lange der Golem noch geht. Das muss man halt selbst machen. Ich will hier natürlich alles erkunden. Oh, Gruftzombie, übel. Da mache ich mal ein paar Fähigkeiten. Ich glaube, Kälte auch. Feuerregen. Der macht richtig Damage. Ich glaube, die Elaine ist hier gegen Untote relativ gut. Kälte auch macht kaum Damage. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber oh, magisch krank ist scheiße. Gut, die Jungs machen, sollten sich auf ihr Schwertdingsbums verlassen. Und die Elaine kriegt von mir... Schmerzmittel, Antikrankheit, jo, super. Und die Elaine kann ihre Zauber bei größeren Gruppenangriffen, also wenn jetzt drei oder vier angreifen, kann die Elaine ihre Feuerzauber spammen. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Obwohl Askas mit, obwohl Valnas Lichtmagie sollte ja eigentlich auch ganz gut sein, aber so viel habe ich halt noch nicht. Blick der Geister, erwecken, Feuerball. Alles relativ schwache Zauber. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Ich glaube, ich habe auch zwar gefarmt und gelevelt, aber ich habe die Zauber noch nicht entwickelt. So, wenn dieser Totenkopf erscheint und du eine Kreatur beschworen hast, gilt das sozusagen, dass deine Kreatur aufhört zu existieren. Das ist gut, dass die Elaine zuerst drankommt. Jawohl. Wir sind auf dem richtigen Level. Wir sind von den Waffen her nicht überlevelt, sodass wir die Viecher one-hitten. Auf der anderen Seite aber sind wir auch nicht unterlevelt, sodass wir permanent auf die... sodass es uns zu schwer erscheint. Ich würde sagen, wir sind aktuell genau richtig. Muss auf die Zeit achten. Zum Glück nehme ich mit OBS auf. Da wird nämlich wieder immer angezeigt, wie lange ich aufnehme. Das ist mit Shadowplay nicht der Fall. Da muss ich mir immer den Wecker, muss ich mir immer einen Stoppuhr stellen. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist okay. Super. Oh, ja, ja, ja. Manchmal ist das nervig. Jawohl!
Ich muss sagen, der Golem hat was. Der frisst, warte mal, der Golem, was frisst der denn? Ich glaube, der frisst normale Seelensteine. Ja, zum Glück haben wir da noch einige von. Nach dem Part muss ich mal wieder farmen gehen. Zum Glück bin ich mittlerweile in einem Level, wo ich in der Mitte von der Map leveln kann, weil es da nämlich ganz gut normale Seelen gibt. Und die kann ich dann nämlich auch... da gibt es die ersten Monster, die sind ja immer so einkategorisiert. Schwache Seele, normale Seele. Dann kommen die starken Seelen. Und es gibt... Blutfiliole, Heilfiliole. Man darf nicht bedenken, wir sind immer noch in einem Friedhof. Grabschänderei! Aber normalerweise laufen hier auch keine Skelette und Zombies rum. Ah, aufs Herz zielen ist immer mies, weil dann fangen die Vampire an zu bluten. Und dann, hier gibt es halt leider keine Gegner, wo ich Blut saugen kann, weil es schon Untote sind. Das ist dann immer so ein bisschen nervig. Manchmal nervt's. Also klar ist das fürs Farmen und fürs Leveln ganz gut. Ja, das ist klar. Die haben aber viel HP, muss ich sagen. 43. 76. 130. Ja, so knapp 200 müssten sie umgerechnet. Also 180 ungefähr müssten die haben. Zwischen 150 und 180. Die Zombies geben 120 Erfahrung und die Skelette geben 130. Aber wir haben hier eben 250 bekommen, als wir den Zombie und das Skelett angegriffen haben. Das Skelett hat 120 gegeben, also müssen die Zombies 130 geben oder andersrum. Ja, 130 die Skelette, okay. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Was haben wir denn? 67.000 fürs nächste Level. Wir sind jetzt alle Level 30, kurz vor Level 31. Das bedeutet, nach diesem Part... Egal wo ich dann bin auch, ne? Das liegt dann halt daran, dass ich dann einfach leveln muss, ein bisschen Kohle farmen muss und mir die neue Rüstung halt mal anlege. Es kann auch sein, dass ich mit Erreichen von Level 30, dass ich da mittlerweile jetzt auch schon wieder eine neue Rüstung bekomme und dementsprechend mehr brauche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber zum Glück ist das eigentlich relativ einfach. Weil du ja trotz alledem baust du ja Silber ab. Ab einem gewissen Level kannst du das Silber direkt in Phila umwandeln. Das bedeutet, entweder flüchtest du ins Schloss, holst dir 99er Stack Silberbarren, die verkaufst du für 10 Phila pro Stück an den Händler, dann kriegst du 990. Oder, also pro Kilo dann sozusagen, also pro Einheit. Oder du, ungefähr ein Kilo wird das sein. Oder allerdings du fängst an, das umzuwandeln. Und zwar dein Diener, dieses komische Monster da, dieser Ronak, der, der entwickelt einen Spruch. Und mit diesem Spruch kannst du zum Beispiel... dass die Phila direkt in Gold umwandeln. Also direkt in die Silberbarren direkt in Phila. Allerdings kriegst du da 20% Verlust. Das bedeutet, du wirst dann wahrscheinlich du kriegst dann nur 8 Gold, also 8 Phila pro wie heißt's? Wir überraschen den Gegner.
Gegner überraschen ist immer, wir haben First Hit und können danach nochmal angreifen. Und ja, das ist dann immer. Allerdings, Problem dabei ist, dass du den ganzen Silbervorrat halt bei dieser Umwandlung verbrauchst, egal wie viel du hast. Und das kann manchmal ein bisschen problematisch sein. Deswegen mache ich es meistens so: Ich gucke, wie viel ich habe, verkaufe ein, zwei Mal ein paar Sachen an den Händler, mache meinen Vorrat frisch und den Rest werde ich dann umwandeln. Und naja. Gucken wir mal, wie wir es machen. Vielleicht mache ich das auch einmalig im Let's Play Part, dass ihr mal so seht, wie man das Spiel eigentlich so ein bisschen spielt. Aber erstmal machen wir den Friedhof hier fertig. Ich glaube, der ist gar nicht so groß. Der passt in einen Part rein. Dann mache ich den Part halt ein bisschen länger, dafür, dass halt schon Monate von dem Spiel nichts gekommen ist. Fähigkeit, Blick der Geister. Da gibt's einen Geheimgang. Bringt mir halt nur nichts. Rodarsäbel. Ich will natürlich versuchen, alles zu holen. Blick der Geister zeigt, es gibt ja so Geheimgänge auch hier, die du nicht siehst natürlich. Und Blick der Geister zeigt dir das, damit du auch an gewisse Truhen rankommst. Gerade an die roten Truhen würde ich gerne rankommen, aber dafür brauchst du einen gewissen Intelligenzgrad. Hier zum Beispiel gibt es einen Geheimgang. So, der Golem ist wieder weg. Und der Wallner braucht unbedingt bald wieder eine Blutfiliole oder so. Es ist zwar schön, dass ich mir die ganze Zeit einen Golem beschwören kann und der hilft uns auch auf jeden Fall ungemein. Kann aber trotzdem nervig sein. Wenn der nämlich Blutmangel hat, dann... Hier ist Blutmangel in diesem Part, also beziehungsweise in dem Part 1 und 2, ist Blutmangel noch ein Problem. Hey, die Alaini macht richtig harte Zauber. Ich glaube, die sollten uns auf keinen Fall zum Feind machen. So, erstmal möchte ich hier. Ich möchte versuchen, alles zu erkunden, weil ich weiß, dass hier, wenn hier etwas passiert, dass es dann gut Probleme gibt. Mal gucken, vielleicht werde ich den Part auch mal als Premiere reinfeiern. Dass mehr Leute zugucken, dann kann ich den morgen Abend vielleicht so um 8 Uhr oder so hochziehen. Fähigkeit, Blick der Geister hier. Das hätte ich mir fast denken können. Runter bis zum geht nicht mehr und dann nach rechts. Zweimal Juckpulver. Herzschutz. Weiß ich nicht. Kann man bestimmt gebrauchen. Na, der Golem hält aber jetzt aktuell nicht wirklich lange. Eine Blutfiliole. Das kann er gut gebrauchen. Ich glaube, ich muss mal echt wirklich viel farmen und auch mal meinen Vorrat auffrischen. Ich dachte, es wären 5 oder so. Ich habe keine 15 normalen Seelensteine. Das Problem ist, da die Aisha hier, also die Aisha hier rumgegeistert ist, kann ich auch nicht schnell ins... Wie heißt's? Kann ich auch nicht schnell ins Schloss, aber ich werde das irgendwie anders machen. Ich werde jetzt hier den Mechanismus aktivieren, dann wird nämlich in der Haupthalle, geht da nämlich ein Gitter auf, das sehen wir gleich. Dann erkunde ich hier unten alles nochmal fertig, bevor ich in die Haupthalle gehe. Und wenn ich außerhalb, wenn ich die Halle verlasse, dann kann ich mich teleportieren.
solange ich das Event nicht trigger, was hier noch passiert. Auf der anderen Seite geht's eigentlich. Also mit ohne Golem ist es zwar ein bisschen unangenehm. Ich hätte mir den Spielstand ansehen sollen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ich finde das bei OBS ganz cool, weil ich kann aus irgendeinem Grund Vampire's Dawn nur aufnehmen, wenn es im Fenstermodus ist. Dafür ist es aber ziemlich klein. Da ich aber von hier auf diesen Monitor übertrage, kann ich halt hier in OBS halt reingucken. Das ist ganz cool. Und da habe ich zumindest ein etwas größer. Vom Layout her zumindest. Ihr merkt da wahrscheinlich null Unterschied. Warum ist eigentlich immer der Asgard, der krank wird? Ich meine, dass er einen Knall hat und dass er krank im Kopf ist. Oh, wir haben... Okay, mein Fehler. Ich hatte mich schon vorbereitet mit den Blutflaschen. Wie man sieht. Gegenstand. Heilflasche. Ja, ich habe eigentlich genug. Ich glaube, die waren das. Ja, hier ist was passiert. Hier geht's. Das war doch hier. Okay, dann werde ich aber nochmal kurz zurückgehen. Ich werde hier aber nochmal zurückgehen, weil ich glaube, hier geht es nämlich wirklich weiter und dann triggern wir das Event. Ich möchte aber noch andere Ecken erkunden. Vor allem will ich gucken, wie ich an diese roten Kisten rankomme. Und ich hoffe, ich bin intelligent genug für diese roten Kisten. So, Pipapo. Das macht mich froh. Ja, diese Random Monster, die können manchmal ein bisschen nervig sein, aber... Naja, ist okay. Also ohne Golem sind wir gar nicht mal so stark, muss ich gestehen. Die fressen ganz gut. Die fressen wirklich sehr gut. Oh, ich fange auch noch stark an zu bluten. Scheiße. Ja, bluten ist immer nervig. So. Mal das Mikrofon ein bisschen näher schalten. Dann muss ich auch nicht so brüllen. Ich hoffe aber, ihr versteht mich ganz gut und ich kann etwas leiser sprechen. Vor allem auch ein bisschen angenehmer. Oh, lass mich mal. Walner 31, das ist cool. Also wie gesagt, hier dieses random Gegnererschein à la Pokémon-Stil finde ich ja ganz cool. Gefällt mir ja sehr eigentlich. Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Warte mal, kann ich mich nicht auch verwandeln? Ich glaube, als Wolf... Man sagt zumindest, dass wir, wenn wir verwandelt sind, Fledermaus oder Wolf, dass wir nicht so stark auf Gegner treffen. Aber ich glaube, das ist auch eher provisorisch und eher meh als yes. Weiß ich aber nicht. Ich lasse mich da überraschen. Darunter möchte ich nämlich noch. Es geht eigentlich, muss ich sagen.
Muss da irgendwie rein. Hier auf die linke Seite. Aber wie komme ich da hin? Das sind natürlich zwei böse Gegner. Der Zombie kann uns magisch krank machen, sodass wir Leben und Blut verlieren. Und das Skelett kann uns bluten machen, sodass wir Blut verlieren. Aber wir sind ja jetzt auch nicht ganz so schutzlos. Es wird ein langer Part, aber kann man machen. Schattenring. Warte mal, was habe ich denn hier eigentlich alles gefunden mittlerweile? Blauer Stein. Ein runder blauer Stein. Ja, was das, was es mit den Steinen auf sich hat, das können wir ja noch gucken. Doppelseitiger Säbel, Rodarsäbel, Juckpulver, Eisstaub. Herzschutz. Schutz vor Lähmung und Herzstichen. Schattenring. Schwarzer Ring. Schattenzauberschutz. Todesschutz. Schutzring. Schützt den Träger vor Blindstumm und starre Zauber. Goldhelm. Nicht schlecht. Jetzt will ich aber mal nach links gehen. Da muss es doch irgendwo. Fähigkeit, Blick der Geister. Kann doch nicht sein, dass wir hier nichts finden. Ich will mal was gucken. Irgendwo muss es doch da, irgendwo muss es da doch reingehen. Na, Aska schon wieder. Das ist immer dieser Halunke. Immer dieser Aska. Der russische Zynist. Ich habe nicht mehr so viel Schmerzmittel. Habe ich noch irgendein Antikrankheitsserum? Habe ich auch noch ein paar. Das Skelett lässt sein Schwert kreisen. Ja, ist doch kein Lasso. Aska hält keinen Schaden. Also von der Rüstung her sind wir ganz gut. Ein bisschen mehr Damage könnten wir verkraften, aber das passt schon. Ich gehe jetzt nochmal hier hin und gucke, ob ich unten weiterkomme, aber ich glaube nicht. Gut, dann kann ich eigentlich auch nochmal kurz den Friedhof verlassen und kann mir nochmal ein paar normale Seelensteine herstellen, wenn ich die nicht alle verbrate. Aber ich muss ja keine normalen Seelen dafür opfern. Dann kann ich mir eigentlich auch schon mal Zauber und so ein Kram leveln. Das ist schon mal ganz praktisch. Fähigkeit. Der Zauber klappt irgendwie nicht. Okay, ich muss den Friedhof komplett verlassen. Ich muss Tradan komplett verlassen? Okay. Na gut, macht aber nichts. Das wird es wert sein. Ich gehe erstmal ins Magiezimmer. Ich brauche normale Seelensteine. Normale Seelen habe ich 96. Oh, okay. Was willst du machen? Seelensteine umwandeln. Kleine Seelensteine in normale. Und zwar in 10 normale. Dafür habe ich 30 kleine Seelensteine verbraten. Kleine Seelensteine in normale Seelensteine. Das kann ich jetzt noch einmal machen.
So, schwache Seelen, normale Seelen. Seelensteine umwandeln. Große Seelensteine in normale Seelensteine. In einen. Einen nehme ich. Also ich müsste jetzt normalerweise das dreimal machen. Aber so kann ich das ein bisschen abkürzen. Und zwar kann ich nämlich jetzt die neun schwachen Seelen. Also die kleinen Seelensteine in einen großen umwandeln. Dann habe ich nämlich null kleine Seelensteine. Und durch diese kleinen Seelen, die schwachen Seelen, kann ich jetzt alle in kleine Seelensteine umwandeln, genau. Ja, steckt so ein bisschen Mathematik dahinter, aber einfache Mathematik. Umwandeln, kleine Seelensteine in normale. Kleine Seelensteine in normale. Das kann man natürlich auch abkürzen, indem man einfach 10 große Seelensteine in normale Seelensteine umwandelt und dann 10 große Seelensteine aus kleinen Seelensteinen umwandelt. Ich habe jetzt keine schwachen Seelen mehr. Okay. Große in normale. So, kleine Seelensteine in große umwandeln. So, puh, dann haben wir das schon mal gemacht. Ja, 80, das kann man machen, das ist ganz gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, was für Zauber wir jetzt aktuell erlernen können. Wallner, Magie Level 5, Schatten- und Lichtmagie. Lichtkugel, Grundschaden, ein Gegner wird getroffen, böses Omen, alle Gegner werden getroffen, können aber verflucht werden. Ich würde aber die Lichtkugel machen. Magie Level 6. Heiliger Sturm, schwarze Aura, erhöht Licht- und Schattenabwehr. Ne, dann nehme ich erstmal die Lichtexplosion. So. Ich glaube, das geht jetzt bis... Weiße Kraft, erhöht Geschick und Intelligenz, ganze Gruppe wird verzaubert, Schattenstrahl. Ja, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Schattenmagie. Lass mal ein bisschen Variation im Angriffszauber haben. Gut. Bis Magie Level 7 geht's. Magie Level 5. Aska hat schon mehr zur Verfügung. Eisregen ist natürlich ganz geil. Böses Omen. Schneller Tod. Ein Gegner wird getroffen. Chance auf Tod 50% ist natürlich sehr geil. Aber 50-50 Chance ist immer so meh. Grundschaden 41, Chance auf Lähmung 30%. Ist nicht schlecht. Eisiger Meteorit, ein Gegner wird getroffen, schwarze Aura und Giftregen. Chance auf Vergiftung 90%. Grundschaden 70, Grundschaden 50. Fressen beide gleich viel. Chance auf Lähmung. Ein Gegner wird getroffen. Dann würde ich mal Giftregen machen. Was haben wir denn jetzt noch? Letztes Level. Verseuchter Eisregen. Grundschaden 80. Chance auf Lähmung 50. Oh, ist natürlich sehr geil. Schattenstrahl. Nee, komm. Eismagie ist eigentlich ziemlich geil. 50% Chance auf Lähmung und Vergiften. Gut. Jetzt kommen wir zu meinem Liebling. Zu Elaine. Alleine. Elaine. Alleine. Elaine. Feuermagie. Oh, Explosion ist natürlich sehr nice. Erstummen. Schneller Tod.
Probieren wir es mal bei der Elaine mit schneller Tod. So, dann haben wir großer Feuerball, freie Bewegung, halt Lähmungen, Giftregen. Großer Feuerball, ja, das ist eigentlich ganz gut. Gerade wenn wir gegen Untote kämpfen, ist Feuermagie vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier gibt es so viel zu entdecken. Flammenstrahl, alle Gegner werden getroffen. Ja, Flammenstrahl ist immer super. Die Lane versuche ich auch möglichst auf Feuer aufzubauen. Gut, haben wir alles gemacht, was wir brauchen. Jetzt gehe ich nochmal kurz in die Gruft. Ich werde nicht nochmal Zuflucht benutzen, weil das Verschwendung ist. Weil wir uns in der Burg ja sowieso frei bewegen können. Fähigkeit, Verwandlung, Fledermausmantel. So, auf meiner To-Do-Liste steht ein paar Seelen farmen. Kohle. Ja, ich nehme mit. Dann will ich es umwandeln. 4300 Filar. Ich muss dringend gucken, dass ich die Silberminen wieder... du kannst ja auch Silberminen hier voll machen. So, mit der Fledermausmantel. Ich glaube, die arbeitet mit voller Kapazität. Dann gehe ich nochmal hier runter. Mit der Rüstung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich mir erstmal die Waffen zulege. Wir gehen aber nochmal zum Rüstungshändler, weil ich glaube, der hat mit Level 30 neue Rüstung. Da brauchen wir wieder noch mehr Kohle. Erstmal den ganzen Schrott verkaufen. Goldhelm. Schutzring, Talisman, Herzschutz behalte ich mal alles. Oh, Speichersteine sind viel wert. Der blaue Stein ist auch einigermaßen was wert. Aber den brauche ich, glaub mir. Es ist besser, den aufzuheben. Fleischreißer ist natürlich sehr geil. Bedeutet aber Zweihand. Sprich, Zweihänder können wir uns in dem Sinne nicht kaufen. Weil dann können wir nämlich kein Schild tragen. Fuck, ich habe mir gedacht, ich habe gewusst, dass sie mit Level 30 neue Sachen haben. Ich muss mal ein bisschen den Blutvorrat auffrischen. Wird ein bisschen längerer Part, aber das ist okay. Die haben nicht viel Blut zu trinken, aber... Warte mal, ich bin doch blöd, warum mache ich das nicht vor Tradern? Das sind wesentlich stärkere Kämpfer mit mehr Blut. So. Das ist ganz gut, dass es jetzt drei Gegner sind. Dann können alle mal ein bisschen nuckeln. Komm, Elaine, greif dir mal die Zauberin. Ja, 40 sieht schon auf jeden Fall besser aus als 20. Zumal wir auch auf dem Level sind, dass die, glaube ich, auch mittlerweile One-Hits sind und uns kaum Damage machen. Eben natürlich auch schwache Seelen. So, jetzt will ich mal kurz den Blutvorrat angucken von den dreien. Wer da nochmal... Aska ist voll, Elaine auch. Der Wallner muss noch ein bisschen. Wilder Krieger. Das ist eigentlich auch ganz nice, dass der nur einkommt, weil der gibt nämlich richtig viel Blut. Elaine one-hittet den nicht. Wallner trinkt. Und dann greift Aska an und der ist hinüber. Und der gibt sogar normale Seelen schon. Das ist gut.
So, in dieser Gruppe kann sich Walner nochmal voll nuckeln. Tut Elaine den schon one-hitten? Ja, okay, schade. Wenn ich das gewusst hätte, hätte die Elaine geblockt. Boah, das hat wehgetan. Ja, Schattenstrahl von der Zauberin ist nicht ohne. Aber das heilt ja bei denen. Die haben ja eine Heilungsrate. Solange die genug Blut haben. Oh, super. Gucken, ob Walner schon voll ist. 275. Das habe ich jetzt nicht vergessen nachzugucken. Ja, okay, machen wir ein Blatt. Dann können wir nämlich auch weitermachen. Gegenstand. Normale Seelen habe ich 99. Dann würde ich nämlich mal speichern. Schatten verbergen oft nur einen Teil dessen, was wirklich ist. So, dann geht's weiter. Ah, Zombies kommen wieder. Das ist egal, scheiß drauf. Interessiert mich nicht. Doch, ich war richtig, ich hätte weitergehen können. Ich muss sowieso nochmal hier lang. Aber irgendwo muss es noch woanders da weitergehen. Weil ich will dringend an diese blöde rote Truhe dran. Das Gitter können wir nämlich hier aufmachen. Fuck, Asuka ist gelähmt. So, dann beschwöre ich mal einen Golem. Das ist natürlich hart, ey. Normale Seelen, wir hatten 80. Hier unten waren wir schon, aber ich muss da hin. Ich muss da irgendwie hin. Angriff. Boah, frisst 50 Blut, das ist viel. Aber ich glaube, dafür ist der über. Wow. Ich glaube, die Elaine, der Flammenstrahl ist ein bisschen übermächtig für die Zombies hier. Okay, gut, macht nichts. Aber auf jeden Fall ist es ganz nett zu wissen, dass wir da einen ordentlichen... Warte mal. Mir kommt so eine Idee. Toll, über Wasser kannst du nicht fliegen, oder was? Wieso eigentlich nicht? Das sollte doch eigentlich gehen. Warte mal, ich kann mal was gucken. Nee, okay. Sag mal, ist meine magische Energie geschwächt? Ich muss auf jeden Fall einmal hoch und dann muss ich gucken, dass ich diese beschissene rote Truhe aufmache. Es wird wahrscheinlich ein sehr langer Part, aber das macht nichts. Ich bin jetzt schon bei 53 Minuten ungefähr. Aber Vampire's Dawn hält sich ja, was das betrifft, in Grenzen. Die Skelette in der Mitte zeigen mir, dass wir da nicht wirklich lang gehen sollten. Weil das könnte nämlich wehtun. Siehst du? Das hat jetzt... Gut, so viel Damage hat es jetzt nicht gemacht.
Aber trotzdem. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich an diese Truhe rankommen soll. Ich will da unbedingt ran, aber ich habe alles abgesucht. Gibt bestimmt den einen oder anderen Fachkundigen, der das Spiel suchtet und weiß, ey, du hast da voll den Gang verpasst, Alter. Schreibt's in die Kommentare, schreibt's rein und sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Ich werde hier nochmal einen Blick der Geister loslassen. Ah, weil er ist nicht getroffen. Fähigkeit, Blick der Geister. Nee, hier gibt's nichts. Warte mal, wenn ich den Schlüssel nehme, gibt's Rambazamba. Aber ich muss doch noch das... Aber ich muss doch noch in irgendeiner Weise... das Tor in der Mitte aufmachen, meine ich. Das ist wirklich komisch. Oh ne, Walner ist krank. Hier oben geht's auch noch weiter. Dann will ich das mal probieren. Aber ich fahre nämlich gleich wieder eine Fledermaus. Und dann kann ich nämlich ach, Aska fängt stark an zu bluten. Ist das ein Zustand, der bleibt? Nein. In der Nacht geboren, zum Fliegen auserkoren. Möge meine Macht mich lenken. Fähigkeit. Hä? Hier irgendwo muss es noch einen Geheimgang geben. Ja gut, wäre halt schon geil, wenn ich das finden würde. Wenn ich überhaupt so weit komme. Nee, hier gibt es keinen Geheimgang. Das ist total komisch. Ja, komm, ist egal. Dann ist es halt. Ist es halt nicht der Fall. Ich denke mal, damit kann ich leben. In den braunen Truhen ist sowieso meistens nur irgendwas Kleines drin, was man. Entweder irgendein Juckpulver oder irgend sowas, was im Kampf so ein bisschen helfen kann, was wir sowieso verkaufen. Oder aber irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, was wir sowieso zuhauf haben. Sowas zum Beispiel. Aber ich guck nochmal hier. Der Blick der Geister, der zeigt mir nicht alles. Dann gucke ich mal hier unten, ob da vielleicht irgendwas drin ist. Ja, da ist es doch. Komm, Elaine, mach platt.
Das schaffen wir auch ohne Elaine. So. Ja, das kriegen wir hin. Dass ihr immer aufs Herz zielt. Meine Güte, ihr seid Skelettkrieger, ihr habt kein Gehirn. Haut doch einfach drauf oder läuft gegen die Wand oder sonst was. So, ich brauche aber jetzt unbedingt... Der Walner braucht wieder Blut, die Elaine auch. So, dann kann die Elaine mal alle heilen. Und dann haben die beiden sich nochmal eine Blutflasche verdient. Ich denke mal, das reicht dann auch. So, dann gehe ich einfach jetzt mal weiter und heb mal diesen Schlüssel auf, komm. Wie viele Seelen habe ich dann jetzt? Normale Seelen. 99. Dann werde ich nämlich mal ein paar verwenden, dass wir hier keine normale Seelen verschwenden. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. So, jetzt haben wir 69. Das passt schon mal ganz gut. Wenn wir das Ding nehmen, gibt's... schnell weg hier. Oben links läuft die Zeit ab. Die Ratten zeigen uns so ein bisschen den Weg. Aber den Weg kennen wir ja. Eine Minute gerade mal. Schnell weg hier. Ich weiß nicht, ob die Zeit abläuft in Kämpfen, aber ich glaube nicht. Das wäre auch ziemlich unfair. Ich hätte eigentlich noch einen Golem beschwören sollen. Ja, super, auf das geschwächte Skelett ein kritischen... Oh, der hat gesessen. Auf das geschwächte Skelett einen kritischen Treffer, das ist zwar ganz nett, aber nicht so wirklich geil. Ja, das geht jetzt nach oben. Oh, das war knapp. Wenn wir ein bisschen langsamer gewesen wären... Eine Fledermaus, was sollte mich interessieren, ob hier alles... Schnell weg hier. Das ist aber knapp gemessen, wirklich knapp, muss ich sagen. Das kann aber so nicht sein. Da fehlt eine Minute. Ich bin direkt gelaufen. Zum Glück habe ich vorher nochmal abgespeichert, aber das kann irgendwie nicht sein. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das so lang dauert. Also irgendwas hat entweder das stark an Zeit gefressen oder es ist ein bisschen buggy, weil eine Minute ist schon ein bisschen, es ist stark knapp. Es kann aber auch die Fledermausverwandlung gewesen sein. Ich glaube, das war eher der Fall. Aber die Musik, die macht mich ganz hektisch. Komm,
schon, schneller, 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 lauf, lauf, einfach lauf, krabbel, kriech, ist mir egal, was du machst. Oh, diese scheiß Skelette hier, ist gleich alles, fliegt gleich alles in die Luft und ihr fängt ja hier an noch irgendwie rumpimmeln zu müssen. Meine Güte, seht zu, dass ihr schnell wegkommt. Ich weiß, dass euch das egal ist, aber lasst wenigstens uns in Ruhe. Okay, es war die... Boah. Oh, und ein Freeze-Speicherslot. Oh, geil. Ich bin jetzt ganz hektisch und fix und fertig. Folgendes. To-do für den nächsten Part, das werde ich... Naja, ich glaube nicht, dass ich das heute noch mache. Ist, dass ich ein bisschen Kohle farme und meine Seelen und Seelensteinvorrat wieder auffrische, sofern ich kann. Und werde mir die neue Rüstung zulegen. Und beim nächsten Part sehen wir uns dann. Diesen Part werde ich morgen als, ich denke mal so um 20.15 Uhr, also den werde ich jetzt hochladen, morgen um 20.15 Uhr ungefähr als Premiere starten, sodass wir den gemeinsam gucken können. Und ja, bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao, danke fürs Reinschauen.